meine Freunde, zu einem neuen Vlog. Und zwar ist heute ein grandioser Tag, denn wir holen heute mein neues Bike ab und das ist mein Lieferservice. Und ich muss euch jetzt schon sagen, bist du ready? Jojo. Okay. Ich hasse es übertrieben, Sozius zu fahren. Kann ich gar nicht verstehen. Und der Niklas hasst es übertrieben, Sozius mitzunehmen. Das ist natürlich die perfekte Kombi, um hier loszuballern. Ist halt echt so, ne? Ja, und was das Ganze nochmal vollwertig macht, ist, dass wir heute eigentlich den übelsten regnerischen Tag haben. Und der Wetterbericht eigentlich Gewitter vorhersagt. Aber wir gehen dick drauf und knallen heute mal durch, ne? Schön. Achtung. Neue Reifen auf nasser Fahrbahn, perfekt. Das ist halt natürlich mega geil mit diesem Bike, dass du halt übelst die Specs bekommst, ne? Für den Preis auch, ne? Das stimmt. Hast halt schon das Fahrwerk und so, was du verstellen kannst, direkt am Lenker und so. Ja. Das ist schon echt geil. Ich glaube, du hast auch fette Brembo, oder? Ja. Ja, du hast auch fette Brembos, ne? Vorne Doppelscheibe und hinten. Das kriegst du halt bei den Japanern halt nicht so. Also ich hole mir jetzt ja die XSR, ist ja kein Geheimnis jetzt mehr. Sondern das ist mehr so basic, aber ist auch günstiger. Aber du hast auch weniger PS. Ja. Und tatsächlich ist es echt cool, so ist hier zu sitzen, weil man sieht wenigstens was. Ja, du kannst einfach rumgucken, ne? Ja, weil ich kann jetzt halt relativ gut über dich drüber gucken. Und bei allen anderen Fahrzeugen, wo ich jetzt Sozius saß, da ist er halt, muss halt immer über die Seite, weißt du? Nach Oberhausen, Junge. Jo. Ich hab so gedacht, yo, entspannt, Alter, irgendwo in der Nähe so. Oberhausen. Da ist der beste Deal, Bro. Aber da bin ich ja Probe gefahren. Ah, lol. Ja, und der Geschäftsführer da ist ganz korrekt. So, ne? Ich hasse das. Das ist so gruselig, Mann! Ja, wer ist das ekelhaft, Alter? Holy shit, Junge. Und das war wahrscheinlich nicht mal so, nicht mal etwas tief, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Oh, Junge, Sozius ist einfach so ekelhaft. Ungelogen, Digga. Ja, Digga, ich würde sagen, das ist ein dicker, geiler Einstieg für meine Karre. Junge, ist das schön! Oh, gleich erstmal komplett nass zu Hause ankommen, Digga. Junge. Absolut, Junge. Ach, ja, was soll's. Ach, Junge! Ach, besser wie gar nicht! Jo! Okay! Jo! Ganz rechts! Jo! Okay! Jo! Meine, was wäre das Leben ohne eine Challenge? Das ist halt echt so! Ja, nice Sicht auf jeden Fall! Also, Sichtweite 20 Meter! Siehst du mal eben was, Mann? Ja, schon, aber mein Arsch ist auch ganz schön nass jetzt schon! Wir kommen so an! Es wird nochmal richtig heftig gewittert, sodass wir richtig nass werden. Und dann geben die uns das Bike und Sonne kommt raus. Yeah! Das wäre doch ultra sexy, Digga. Er denkt halt so komplett und den 120. Mission complete, Bruder. Aber wird geil, die Zeit mit dem Bike, glaube ich. Das wird richtig fette Touren geben, richtig geil. Ja, mega, Alter. Ich freue mich auch komplett so, damit so, dass wir biken können. Ja, Mann. Also volle Kanne, weißt du? Ja, Mann. Das ist ein bisschen schlappt. Ich glaube, wir sind auch schon gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, Wetter wird doch immer besser, habe ich das Gefühl. Ja, schon. Also ist doch mal so, ne? Irgendwann kann es auch nicht mehr schlechter werden. So eine Kacke hier, Alter. Jetzt wirklich richtig dick, Alter. Holy shit. Nice, das Wetter ist so nice. Yeah. Junge, ich sehe gar nichts mehr, Alter. Ja, ich auch nicht. Ich hab sie so offen. Ist ja voll Kacke. Oh, ist doch scheiße, Alter. Was ist denn das für ein Kackwetter, Alter? Fuck das ab, Junge! Oh, Junge! Ja, Mann, jetzt geht's richtig ab hier. Oh, ja, ich weiß nicht, gar nicht, wo das mit dir. Digga, das ist ja nicht mal mehr Platzregen, das ist schon. Alter, meine Hose ist komplett nass, Alter. Junge, komm in den Abfluss, Alter. Sinnflut, Junge. Scheiße, Mann. Alter. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, mach das. Ich will nicht los werden. Ah, schön. Hat Spaß gemacht. Total. Nice, Alter. Ja, ich würde sagen, wir sind angekommen. Dann, so, Leute, wir haben es geschafft. Easy. Ich würde sagen, jetzt gehen wir rein und gönnen uns meine Karre. Ach, shit, Alter. Was denn? Meine Hose ist komplett nass. Nicht nur komplett. Ja, beste Leben, ne? Naja. Hier, das ist meine. Ah, geil, Junge. Ja, wie findest du, sag mal. Richtig nice, Junge. Ja, geh rum, gönn dir das.
Schau sie dir an, Brudi. Junge, der Front ist halt richtig kurz. Ja, aber das ist ja ganz cool, ne? So schön, so Mikrodesign finde ich echt mega nice. Ja. Ja, die wird auf jeden Fall jetzt erstmal nicht bleiben, Alter. Ja, ja. Ach nein, wird sie nicht. Klar wird sie das. Die wird geputzt und gedingst. Jo, Digga, das ist so random, diese Profilierung ist halt richtig komisch. Ja, ne? Aber ist nice. Hat was. Ja, also es hat halt dieses Design-Ding, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, kurzer Kennzeichen halt daran. Ja. Ja, wird eh noch voll viel gemacht, Digga. Hallo! Ja, ich hab bestes Wetter ausgesucht. Schildchen ist da. Ja. Ich sag dir, es wird noch trocken, Mann. Wir chillen kurz, weißt du, und dann. Easy. Ja, glaub mal, wirklich. Bei mir ist das immer so. Ich hab immer so ein Glück. Ja, gut, ich schwör's dir. Dann verlass uns da mal drauf. Ja. Dankeschön. Die erste Inspektion wollte ich auch bei euch machen. Mhm. Also ich denke mal so in 2-3 Wochen, glaube ich, habe ich die drin, die 1000 Kilometer. Bin gespannt, wie du die gleich findest, wenn die draußen steht. Hast ja das richtige Licht und so. Ah, schön. Geil. Trocken sie aus, ne? Eigentlich ja schon. Ah, ich habe richtig Bock. Ja, glaube ich schon. Ja. Aber jetzt erstmal ganz entspannt und dann. Ja. Eine gute Zeit, kommt gut nach Hause. Jo, oh, danke. Machen wir. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. So, Niklas, jetzt nochmal deine Meinung hier. Komm, hau mal raus. Was denkst du? Hm? Was ich denke, dass mein Helm von innen quitschnass ist. Digga, die sieht so geil aus. Ist auf jeden Fall fancy, Alter. Ich finde, die sieht so geil aus, jetzt ohne Scheiß. Look ist halt einfach geil. Ja, Mann. Ich finde, die sieht so geil aus. Ich bin ja letztens in Schwarz gefahren und ich fand die auch schon geil, aber das hat nicht so gekickt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die jetzt mir gehört, aber ich feiere das gerade so heftig. Digga, die sieht so geil aus. Also was ich auf jeden Fall nicht leiden kann, ist dieses, es ist ja nicht so ein Knallgold, es ist ja so ein relativ helles Gold. So ein entspanntes, ja. Aber gönn jetzt mit der Sonne, Digga. Oh, die Sonne kommt raus, habe ich nicht gesagt, Digga. Wir fahren gleich eh wieder dick im Regen. Nein, ich schwör's dir, wirklich. Ich feiere halt einfach diese Farbkombi, die ist richtig schön. Ich find's auch einfach geil, Alter, wirklich. Ja, dann lass mal Alter, geil. Auf nach Hause. Ja, sollen wir? Okay, let's go, wir fahren, erste Fahrt. Puh. Ja, jetzt in die ganzen nassen Sachen wieder reinzugehen, ist echt bleh. Bro. Ach, geil, Alter. Nice Feeling, Mann. Nice, nice, nice. Geil. Easy, entspannt. Ja, der Sound ist, wie gesagt, mit dem Oripod jetzt, ich würde mal behaupten, wenig überzeugend, ne? Ja, aber ich meine, was willst du da auch machen mit Oripod? Schön, Yamaha, erstmal Wheelie, ja, Mann. Es ist echt ein geiles Gefühl, sagen zu können, dieses Bike habe ich komplett neu gekauft und es gehört jetzt einfach mir. Ja. Fühlt sich einfach übertrieben gut an, ohne Spaß. Weil jetzt ist das so ein Bike, das hast du nicht gebraucht gekauft, du bist der erste Besitzer, du bist so, das ist mein Bike. Alter. Junge, da steht immer noch 0 Kilometer, Junge, krank. Ja, klar, Junge. Erst mal ein bisschen heftig. Lenkwinkel, entspannt, Supermoto-Lifestyle, ich schwör's dir. Wirklich. Wir haben ja die Probefahrt auch im Regen gemacht mit der Karre, ne? Ja. Habe ich auch direkt Wheelie versucht, auch übelst durchgedreht im Regen. Aber an einer Stelle ging das, da habe ich es hingekriegt tatsächlich. Okay. Ja, voll geil. Ah, sick, Mann! Geil, Alter. Ich hab ja sogar Warnblinklicht. Ja, cool. Alter. Ja, hatte ich noch nie, glaube ich, an der Karre gehabt. Nein. Ja, Digga, normal. Normal! Normal, Bruder. Oh, ist das geil. Mein erster Kilometer, Junge! Erster Kilometer! Ja! Bei der Polizei, Junge. Oh, der zweite ist auch schon da, Digga. Nice! Nice! 10 Kilometer waren wir hier. Ja, Mann. Im Regen! Oh, Junge, ich freue mich auf den Moment, wo ich mit der Karre schön Vollgas geben kann. Aber du bist ja die F900 auch relativ entspannt eingefahren, ne? Ja.
Aber da kommt ich danach auch komplett zurück, Alter. Ja, safe, aber will ich auch mal. Aber erstmal schön ordentlich einfahren, Digga, und danach knallen. Ja, also die sieht halt echt so entspannt aus, aber 700 Kubik sind tatsächlich schon echt nicht wenig, ne? Aber ja, irgendwie vom Feeling her ist so entspannt. Einfach nur entspannt. Aber fühlt sich echt gut an, Mann. Also ich bin auch gespannt auf deine Meinung, wenn du dich mal draufsetzt und so. Ja. Digga, ich sehe gerade so eine 7 auf meinem Tag und denke mir so, was ist das für eine Zahl, Alter? Aber sag mal die Kilometeranzeige. Lol, Junge. Komme ich gar nicht drauf klar, Mann. So wenig Zahlen auf der Kilometeranzeige zu sehen. So weird. Ah, nice, Mann. Geiles Feeling. Ich muss sagen, das ist auch geil, dass wir jetzt einfach durch diesen Hardcore-Regen gefahren sind. Ja, true. Weil irgendwie war das auch geil. Ganz ehrlich. Erfahrung halt, ne? Ja, Mann. Wieder so Storys, die du teilen kannst immer. Ja, ist halt echt so. Oh, Mann, Alter. Ich spüre dieses Drehmoment an der Karre und denke mir so, Mann, Junge, ich will drücken, Alter. Oh, ja, nice. Guck mal, die Sonne kommt raus, Digga. Junge, ich kann das prophezeien, Digga. Ich schwör's dir. Ja, ciao, Alter. Oh, Digga, wie warm, Alter. Geil. Ja. Junge, diese Straße wird irgendwann gewheelt. Ah, endlich wieder auf dem Motorrad, ich schwör's dir. Diese 3-4 Tage ohne Moped haben schon wehgetan, ey. Ohne Spaß. Oh, genug. Junge, Alter, schüttelt hier durch die Gegend, ey. Digga, dass dir nicht kalt ist, ist heftig, Alter. Ja, doch, mittlerweile ist es bestimmt kalt. Ja? Wollte schon sagen, Alter, ist echt krank. Ich glaube, ich wäre komplett tot, Alter, weil meine Beine sind schon, ja, ein bisschen eingefroren. Boah, Junge, meine klingt geil, Digga. Immer wenn ich schalte, so ein Brumm, Brumm, Brumm. Oh, ist das sexy, Digga. Ich liebe das. Ich habe keine Ahnung, warum die Karre das macht, aber das ist so geil. Das ist halt nur noch voll leise wegen Oripod, aber oh, ja. Geil, Digga. Das ist so, geil. Du fährst so und dann so schalten und so und dann weiterfahren und dann. Ah, Junge, das liebe ich, Alter.